Kannst du mich laut lassen. Schon stark. Wenn ich einlaufe, läuft fängt die Musik an. So will ich das. Gieß? Hallo Freunde. Endlich sehen wir uns mal wieder. Ich bin jetzt schon seit 3-4 Tagen in Genf. Patrick ist ja schon länger hier und jetzt bin ich hier für circa eine Woche, denn wir müssen die neue Wohnung hier einrichten, wir müssen alles machen, erledigen. Es kostet eine Menge Zeit und Kraft, es ist unfassbar. Und vor allem, es ist hier 37, 38 Grad. Also wir haben uns genau die richtige Jahreszeit ausgedacht, ehrlich. Also was hier los ist. Wir wollen uns aber nicht beschweren, ne? Und ja, ich dachte, ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit hier mit der Wohnung. Es haben sich wirklich viele gewünscht. Und ich danke euch übrigens von Herzen, von allen, die mir das gönnen und uns das gönnen. Wirklich, von Herzen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin eigentlich ein bestes Beispiel dafür, dass das nicht selbstverständlich ist, aber dass man alles haben kann, wenn man es sich nur fest wünscht, hart daran glaubt und vor allen Dingen arbeitet. Und ja, deswegen, das haben wir uns gemeinsam erschaffen, das Leben, was wir haben. Und deswegen vielen, vielen Dank an alle, die das wissen und uns deswegen auch gönnen. Ja? Es gab mal eine Zeit 2017, wo ich nichts hatte. Ne? Und deswegen dann 2018 mich auf den Arsch gesetzt habe und gesagt habe, und jetzt geht's vorwärts und jetzt reiß ich was. Ja? Also deswegen vielen Dank dafür, das wollte ich nur mal kurz loswerden. Heute war Spielzeit für Patrick, das erste Spiel. Die haben es auch Gott sei Dank gewonnen. 1-0 für Servette. Es war ein guter Einstand. Patrick hat auch gespielt von vorne an. Deswegen, wir sind sehr happy. Und jetzt mache ich euch eine Roomtour, aber wie die komplett leer ist, die Wohnung. Also die ist komplett leer. Wir haben erstmal alles nochmal nachstreichen lassen, putzen lassen, was nicht fertig war. Und Kleinigkeiten schon mal bei Ikea geholt. So Kleinigkeiten. Die Möbel kommen aber jetzt kommende Woche. Also nicht wundern. Aber das ist schön so. So könnt ihr am besten euch vorstellen, so ein Vorher-Nachher-Bild. Ne? Deswegen, los geht's. Wenn man also hier reinkommt, haben wir als erstes den Flur. Und was hier besonders toll ist, weil wir sind genau unterm Dach, das ist Altbau, was ich sehr liebe. Wir haben alles mit Holz. Richtig geil, ich zeig's euch gleich. Der Fußboden ist auch übrigens echt Holz. Und wenn man hier so reinkommt, haben wir das erste Bad. Das ist also das Bad hier unten im Erdgeschoss. Das ist da, wo wir uns gerade drin gesehen haben. Geht einmal hier mit der großen Dusche. Was ich sehr schön finde, ist da drinnen dieses Fensterchen, wo dann meine Produkte, ich sehe schon meine Produkte da stehen. Das gleiche haben wir hier auch nochmal. Wir haben auch schon mal einen Fußläufer geholt. Das kriegt man ja immer schnell, ne? Vor allem bei Ikea. Und hier ist die andere Seite vom Bad. Also schön geräumig, völlig schön mit Einbauschränke, was ich sehr schön, also ich mag das super, super gern, wie das alles hier verarbeitet ist. Also das ist das Bad hier. Und dann geht's weiter zum rechts, zu einem Schlafzimmer. Also es wird wahrscheinlich unser, bin aber noch nicht sicher, weil wir haben oben noch eine andere Möglichkeit. So, und hier ist das Licht, hier kommt dann das Bett hin und hier die mickrigen Möbel. Wir haben auch schon zwei Decken gekauft. Das ist das Schlafzimmer. Ich liebe diese Balken, ne? Ich bin wahnsinnig abgegangen auf diese Wohnung, weil ich das einfach super gern mag. Und das ist unsere Aussicht also vom Schlafzimmer. Genau über Genf. Das ist einfach ein Traum. Guckt euch das an. Wirklich ein Traum. Ich liebe es einfach so, so sehr. Ja, und dann gehen wir mal in die Küche. Und zwar, that's the kitchen. Ich dachte mir so, oh mein Gott, meine Traumküche, weil die endlich groß genug ist. Die ist so geil geräumig. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera übrigens rüber. Ich mache mal kurz ein bisschen Licht an hier. Was haben wir denn hier für einen Lichtschalter? So, das ist so geil. Es hat komplett ausgeleuchtet, brauchen uns da nicht um irgendwie Lampen zu kümmern. Hier wird halt ein riesen Esstisch hinkommen, aber entweder auf quer oder auf längs, das weiß ich noch nicht genau. Da haben wir ein Fensterchen, das geht Richtung Treppenhaus. Ja, die Küche ist halt wirklich riesengroß, ne? Also, die hat auch super neues Erstbezug, ne? Super Erstbezug, praktisch Einbausachen. Wir haben eine Spülmaschine, ist hier. Die halten noch sehr viel von Mülltrennung, die ist unten drunter. Ja, und Riesenfächer, das haben wir uns geholt, aber wir haben uns vergessen, dass wir hier ja bereits schon
für das Besteck alles haben. Ja, schaut mal, wie cool das eigentlich ist. Hier sieht man praktisch wie so ein Innenhof, aber das ist praktisch einfach unser ja, Innenhof. Doch, ist Innenhof, kann man so sagen, ne? Weil das ist der Flur, womit man hochkommt. Das ist auch der Fahrstuhl. Dann geht man hier so lang und dann kommt man zu uns. Höher geht's nicht. Wir sind ganz oben. Und ja, sieht geil aus, oder? Haben wir hier von der Küche aus das schöne Riesenfenster. Oh, das ist so. Oh. Hier wird dann auch nochmal die tolle Aussicht. Hammer, oder? Hammer, Hammer, Hammer. Und genau auf unserer Rückseite, also wir sind direkt am Genfer See, genau auf der anderen Seite, praktisch da, ist der Genfer See. Ja. Das heißt, wir sind direkt am See. Wir brauchen nur über die Straße zu gehen und sind direkt da, was ich besonders wollte und mochte. Da ist auch direkt ein Park für die Hunde und was mir auch wichtig war. Und wir sind sehr zentral. Und ja, zeige ich euch mal von Weitem kurz, denn das Besondere an der Wohnung ist, da oben das. Guckt euch das mal an. Wie schön ist das denn bitte? Diese Galerie. Und oben in der Galerie gibt es noch ein Bad. Und ich dachte mir, ich muss sie haben, ich muss diese Wohnung haben. Das wird so geil. Hier sind zwei Lampen. Hier kommt dann die Couch hin. Und vielleicht noch so ein Ecksessel und so. Also richtig, richtig schön. Jetzt gehen wir mal nach oben. Kommst du mit, Fähchen? Ja? Ja, die Hunde kommen mit, ich höre es. Und hier oben kommt dann eine schöne Schlafcouch, Couchen. Hier wird mein Schreibtisch hinkommen, wo ich dann halt arbeite. Das ist der perfekte Platz, finde ich. Ja, komm, Georgie. Na komm, komm. Ja, geht schon. Ja, bravo. Siehst du, quietsch, quietsch, quietsch. Ja, super. Und ja, also Schreibtisch. Hier will ich irgendwas noch hinmachen. Ich weiß noch nicht, was man da hinmachen könnte. Ist auf jeden Fall ein Raum, den ich nutzen will. Also ist halt schwierig, ne, mit hier in der Deckenhöhe. Das wird halt so schräg. Aber ich will das nicht ungenutzt lassen. Auf jeden Fall hier so eine Couch, eine schöne. Dann hier Büro, Schreibtisch etc. Das hier. Das Fenster kann man auch komplett aufmachen, was ich auch total... Oh, ich liebe es, ja. Ich liebe es einfach. Und dann haben wir hier noch ein Bad. Und zwar ist das hier oben mit Badewanne. Hier kommt dann Waschmaschine hin. Hier ist Dachgeschoss. Also hier ist noch ein Raum, der ist aber... braucht man nicht zeigen. Ja, und das ist praktisch das andere Bad mit Badewanne. Richtig schön. Und nochmal... mit Aussicht, also nicht Aussicht, sondern mit auf, Luft, Frischluft, was mir auch sehr wichtig war. Ja, dass ich auch eine Badewanne habe, war auch wichtig, weil ihr wisst, ich liebe Baden. Und deswegen war mir das auch wichtig. Ja, die Wohnung hat 100 Quadratmeter circa und wollten so viel haben, auch wenn ich jetzt nicht so oft hier bin, wie jetzt zum Beispiel in Düsseldorf. Aber wir werden viel Besuch haben, wie Patricks Familie oder auch meine Familie. Deswegen muss das alles groß genug sein und geräumig sein, damit alle hier immer hinpassen. Bravo, Georgie, super. Und ja, das ist unsere Wohnung. Die richten wir jetzt ein. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Wir holen uns übrigens auch noch zwei Klimaanlagen. Ne, weil die braucht man hier tatsächlich, damit wir hier eine Klima haben. Und der Raum, weil hier ist keine Klima drin. Ne? Das ist Altbauwohnung und die haben hier keine Klima. Das sind übrigens die Stühle, die ich noch mitgenommen habe, was mir wichtig war für hier. Wir holen noch vier weitere von denen. Die sind bei von Home24 übrigens, für die, die das interessiert. Hier habe ich übrigens auch einen Stauraum, genau. Hier ist auch noch ein Stauraum. Kommt dann sowas wie Staubsauger und Putzmittel etc. hin. Und ja, that's our apartment. Ich hoffe, ihr mögt es genauso sehr wie ich. Und würde sagen, dann sehen wir uns wieder, wenn wir zu IKEA fahren, Depot, Home24 und andere Möbelläden. Wenn wir aus der Wohnung rauskommen, das ist die Street praktisch sozusagen, wo wir wohnen. Und was ich vorhin meinte, mit auf der anderen Seite ist dann praktisch der See, der ist genau hinter diesem Gebäude. Welches? Da, ne? Da. Siehst du, das habe ich eben da oben versucht zu erklären. Das ist dahinter. Und ja, das ist das Gebäude von außen. Und das ist unsere Nachbarn. Mag ich. Und Bottega Veneta ist unser Nachbar. Mag ich auch. Und gegenüber Stotz mag ich auch. Und Obat und Max Mara. So, gehen wir zum Auto? Nein.
Gehen wir? Wo lang müssen wir? Da lang. Gut, dann gehen wir. Komm, Hoppi. So, wir sind jetzt bei IKEA. Mit den Hunden, die darf man hier im Teil mitnehmen, in Genf, in dem IKEA. Die kommen dann in die Hundetasche und dann kommen die in den Wagen. Denn heute müssen wir holen. Was müssen wir heute noch holen? Bett, Couch, Besteck und Küchenservice. Ach, und Kleiderstangen. Und Kleiderstangen, genau. So, und die Tasche, genau. Dann komm, Hoppi. Guck, guck. Ach, da hinten ist die Tasche. So, ja. Und ab geht's. Und holen einen Veggie-Hotdog. Und Veggie-Hotdog. Letztes Mal waren wir hier, na, da haben wir keinen Veggie-Hotdog mehr bekommen. IKEA ist einfach Pflicht-Veggie-Hotdog. Müssen wir mit Fahrstuhl fahren, ne? Okay. Georgie, setz dich hin. Setz mal Sitz. Sitz, Chuchu. Chuchu, Obja. So. Die Tasche ist echt genial. Pop hatten wir gesucht. Krass. Ja, toll. Weißt du, die waren alle zu klein. Ja. Ist echt so. Ja. 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 Pepperoni. Paprika. Efeu-Tute. Wir haben hier viel mehr. Markus war bei mir Blumengießen übrigens, ne? Ja. Ach, guck mal, diese kleinen Hundehäuser da. Oh. Ey, wie geil sind die denn bitte? Katzen, Hundehäuser, whatever. Wie geil sind die denn? Die haben hier richtige Hundebetten. Schatz, guck mal. Wie findest du die? Nee, ich weiß, die schlafen auf so einem Bett, ne? Ich weiß, aber die sind richtig süß. Okay, so. So, welches Fach müssen wir? Ja, da gucke ich jetzt mal nach. 4 Veggie-Hotdogs ohne Rotkraut. Das ist immer das, was wir so essen. Jeder isst 2 tatsächlich. Dann haben wir noch Getränke geholt. Halt, wie sagt man auf Deutsch? Tellerservice. Ihr wisst, was ich meine. Besteck schon. Und so eine Wasserkaraffe für Patrick. Und den Rest holen wir halt nicht bei IKEA so wirklich. Ne? Den Rest holen wir noch in anderen Läden. Da können wir euch auch gerne mitnehmen. Jetzt noch Hotdogs und danach geht's zum See. Und dann nehmen wir euch auch mit. So, Freunde, wir gehen jetzt zum Wasser nach IKEA. Brauchen wir definitiv eine Abkühlung. So sieht der Hafen übrigens aus. Wie geil ist das denn hier, bitte? Einfach mal schöner wie Saint-Tropez, Schatzi-Mausi. Wir haben jetzt Saint-Tropez voll kacke gefunden. In der Kannlaube, wenn überhaupt. Und das hier ist echt schöner als Saint-Tropez. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Baby. Butter bei der Fische. Oh wow. So, wir haben uns jetzt hier niedergelassen. Es gibt noch links hinten Sandstrände, aber wir sind einfach hier, weil an den Felsen überall Treppen sowieso sind. Und ich tauche schon von an das Wasser. Da braucht man nicht unbedingt immer in so ein Schwimmbad rein. Schaut euch mal die View an, bitte. Krass, oder? Hier ist heute 35 Grad. Das Wasser ist kristallklar, ist einfach ein Traum, wirklich. Das ist unfassbar. Was macht er denn? Was macht er? Was hat er gemacht? Ha? Schwimmt jetzt los. Er schwimmt jetzt los. Guckt euch mal das Wasser an, Freunde. Das ist nicht geil. Die Sonne ist jetzt aber untergegangen. Aber nicht schlimm, es ist ja immer noch 30 Grad hier. Und wir genießen das Wasser. Das ist übrigens wärmer als ein Meer. Also es hat über 20 Grad definitiv und es ist mega angenehm. Nicht zu kalt und nicht zu warm. So, wir gucken jetzt hier bei H&M Home, bei Genf, also in Genf hier haben wir gesehen,
wie geil das hier ist. Also bei uns in Düsseldorf oder Köln ist das nicht so schön gezeigt und wir haben jetzt total, also ein Faible dafür bekommen. Wir wollen H&M Home fast unsere ganze Wohnung einrichten. Schatzi, kannst du beides Handy halten und gucken? Wie findest du denn den Puff? Oder war das der, wolltest du den Rund? Nee, das war der nicht. Weil der kostet 299 Franken, ne? Das finde ich auch ein bisschen zu teuer. Unser Sofa ist übrigens von Ikea, das hellbeige Södermann, das klassische einfach. Ja, jetzt gucken wir mal hier so rum. Was haben wir denn hier? Wir haben schon drei Sachen rausgesucht. Und ich weiß halt auch immer nicht so. Ist die Free No Kissen irgendwie? Gerade, ja. Das ist auch ganz schön. Die Muschel für auf dem Küchentisch wegen unseren ganzen so Kugelschreiber und so, weißt du? Ja, aber noch haben wir keinen Küchentisch. Das ist doch nicht schlimm. Kommt ja noch. Aber nee, das ist so hoch hier, hä? Das ist doch nicht die. Das ist doch nicht die. Oder kann man die aufklappen? Nein, das ist aus Dings. Geht nicht. Steingut. Ja, das ist die nicht. Ah, doch, warte, das ist die große. Es geht um die Vase. Ah, ach, ich dachte, so, das hier. Die Schütze. Ja, ja. Aber die Vase ist auch geil, ne? Die Vase hat was. Okay, aber wir wollen nicht so viel Kleinzeug. Brauchen wir sowas hier? Ne. Das ist schwarz auch, ne? Wir wollen die Wohnung einstell, hellbeige, ja. Und hallo Fächchen, wie geht's? Fächchen. Hallo Mädchen. Wir wollen jetzt mal hier gucken, gehen wir das spielen, genau. Müssen uns mal hier in Ruhe shoppen für die Wohnung. Was? Die Hunde lassen uns aber auch gerade nicht in Ruhe, ne? Ne. Die haben wir zu Hause in Düsseldorf, hier dieses. Wo haben wir das? Keine Ahnung. Wir haben das gar nicht. Nee, haben wir das? Ach, ich nee. Hab die Kerze. Ich hab das als Kerze, das steht auf dem schwarzen Sideboard. Stufter Teppich. Ne, wir wollen eckig, ne? Für vor die Couch, ne? Wollen nicht rund, ne? Besser ist eckig wegen dem Södermann, weil das auch so eckig ist. Ja, aber vielleicht nur rund in den Schlafzimmer. Nee, wo denn da? Da, wo die Kleiderstangen und so dann stehen. Nee, brauchen wir ja zwei Kleider davor. Für die Kleiderstangen. Mit den Runden können wir nichts anfangen, Herzblatt. Das ist kein Problem, ich bin da, Schatz. Ich mach. Ich richte die Wohnung ein. Vor allem, guck mal, hier die. Ja, ich hab sie auch rüber verrückt. Was sind sie? Fächer. Was machst du denn da, Blödi? Wenn ihr mal nicht eine halbe Stunde Aufmerksamkeit bekommt, ne? Die eine hat es jetzt verabschiedet, so ein bisschen. Ja, ja. Ist ja bescheuert, halt hier. Guck mal hier, Sitzpuff. Oh, guck mal hier. Sitzpuff. Kostet 209, aber der würde doch auch zu der Couch passen, oder? Von der Farbe auf jeden Fall, ja. Oder? Vom Boden her doch auch. Vom ich überlege, weil das Holz bei uns so heller dunkel ist, ne? Ja, das ist ein bisschen dunkler. Ja. Also das nicht? Passt, dann würde das einzelne, der richtige Puff, der durchgehende besser passen. Ne? Ja, der andere ist, ich hoffe, wir finden den noch hier. Hier ist das Dior-Buch. Das Buch. Das will ich auf jeden Fall haben. Das muss ich. Wie wir machen. Ich mache mal hier so eine Liste. So shoppt Yvonne immer. Und. Die Liste wird irgendwie länger. Genau. Ich fand den Puff, den wir im ja. Store gesehen haben, am besten bisher. Hast du auch recht. Wir zeigen euch gleich unsere Ausbeute, wie wir fertig sind. So, wir haben uns unter anderem auch für Zara Home, wir haben uns für diesen Spiegel entschieden. Dann haben wir uns für diesen Sitzpuff entschieden. Und dann für diesen ovalen Tisch, weil die Södermann Ikea Couch, die wird auch in diesem hellen Beige sein. Ich finde das super schön, weil das aus Holz ist. Das passt sehr gut zu der Wohnung, also zu dem Boden. Ein Geschirrtuch. Dann diese Tasse, Take Your Time, davon haben wir welche geholt, also vier. Dann diese Schale, was haben wir noch? Ein Teppich für vor die Couch in der 2 Meter Größe. Eine Kerze aus Keramik, alles erhellen Hocker aus Rattan. Dann hier den Hocker aus Mangoholz. Das ist von H&M Home für die Ecke. Entweder kommt dann da im Wohnzimmer eine Lampe noch drauf oder eine Pflanze. Dann müssen wir mal gucken. Das Dior-Buch. Dann ein Marble Large. Das ist aus richtigem Marmor. Entweder für im Badezimmer mit Wattepads oder im Wohnzimmer. Da gucke ich mal, aber ich glaube eher Badezimmer. Einen langen Jute-Teppich. Der ist 3 Meter lang für unseren Flur. Den habt ihr auch gesehen, den Flur. Also wir wollen alles in diesem skandinavischen Look halten, in den Hallo-Fächern, in dem Naturlook. Dann der Wäschesack aus Baumwolle. Wie ihr seht, ist alles holzig, beige oder weiß. Und ja, noch zwei, drei andere Sachen, aber das ist ja was Grund, wofür wir es entschieden haben. Das bestellen wir online und das sind das Liefern. Und jetzt gehen wir erstmal ins Bettchen, wir sind müde. Und morgen geht's. Was haben wir morgen nochmal, Schatz? Alles? Die Möbel, also die Sachen hochbringen. Genau, wir wollten gucken wegen Klimaanlage. Klimaanlage müssen wir noch holen, was noch? Und, ja, eventuell abends ins Spa, aber weiß und nicht. Abends gehen wir ins Spa.
Genau. Guten Nächtle, Freunde der Nacht. Bis morgen. So, Freunde, wir sind jetzt in der... Also ich bin ja jetzt wiedergekommen. Zum zweiten Mal nach Genf, denn jetzt machen wir die Wohnung soweit fertig, dass sie bewohnbar ist. Wir haben ja jetzt schon Wohnzimmermöbel etc. stehen, aber immer noch nicht natürlich ganz fertig. Jetzt müssen wir die Küche noch machen. Das Ding ist, wir haben uns entschieden, halt wirklich so knapp und einfach alles zu halten, weil wir ja nicht wissen, wie lange bleibt Patrick. Und dafür lohnt es sich noch nicht mal Lampen irgendwie an die Decke zu bringen oder an die Wand. Und deswegen müssen wir das so machen, dass das schön Stylo-Milo ist, aber leicht umziehbar. Ja, und deswegen suchen wir uns die Möbel kreuz und quer zusammen. Zara Home, H&M Home, wie wir euch ja schon gezeigt haben. Jetzt fahren wir nochmal zu Ikea, da haben wir was gesehen. Und dann zeigen wir euch mal später so einen Zwischenstand, wie die Wohnung aussieht. So, Küche haben wir bekommen, was wir beachten. Auch die dazugehörigen Pflanzen und so Becher. Dann haben wir noch eine Monstera geholt für im Wohnzimmer. Die habe ich ja auch in Düsseldorf. Noch fürs Bad, drei Kleinigkeiten und Lampen. Das ist alles. Und den Rest müssen wir die Tage noch bei Zara Home und H&M Home machen. Es wird langsam von der Nacht. Freunde, ich habe euch noch gar nicht unseren neuen Terrorzwerg richtig vorgestellt. Ich zeige ihn euch mal. Darf ich vorstellen? Das ist Chicago. Chicago. Chicago ist noch sehr, wie sagt man, happy, quietschfidel, macht aber auch schon gut Terror hier. Also der zieht der Georgie immer am Puschelschwanz tatsächlich. Und hat sich also super eingelebt. Er spielt hier, wie ihr seht, er macht hier alle kurz munter. Er läuft auch schon toll an der Leine, habe ich auf Instagram auch schon viel gezeigt. Und er liebt es hier, er liebt besonders die Georgia. Die Faye ist die Queen hier, die respektiert ihn mehr als die Georgia, weil der högelt die Georgia auch ganz gerne. Na? Schon mit 13 Wochen, der ist 13, ich habe den mit 12,5 Wochen bekommen. Und die Queen hier lässt sich das natürlich nicht gefallen, da hat er es auch noch nicht probiert. Und ja, das ist auf jeden Fall unser kleiner Chicago. Ich mach mal so, ja, du Wedler, du kleiner Wedler. Ja, aber ihm geht's sehr gut, wie ihr seht. Er ist auch schon so gut wie stubenrein, er macht nicht rein. Und die Frage, wie wir das dann machen, ist, wir gehen alle 4 bis 5 Stunden raus mit ihm. Und dann macht er tatsächlich auf Kommando, ne? Also den setzen wir ins Gras. Und dann macht der großen Kleinen sofort und dann will er wieder auf den Arm. Wir nehmen ihn natürlich nicht auf den Arm. Wir lassen ihn noch weiter laufen. Aber ja, das ist Chicago. Ne? Du kleiner Terrorzwerg. Du bist ein Terrorzwerg. Und was ist hier los? Ja. Was ist hier los? Kommt da nicht direkt. Seht ihr? Der högelt die. Lass das. Gibt's nicht. Gibt's hier nicht. Ja. Na. No. Was ist los, George? Ich spiele die mit deinem Puschelschwanz. Ja. Lass die Haare dran. Lass die Haare dran. Nein. Lass die Haare dran. Ich lache mich tot. Georgie, lass dir das nicht gefallen. Guten Morgen, Freunde. Wir müssen jetzt nochmal zum Mediamarkt, denn ihr habt in den letzten Videos gesehen, dass der Ton noch nicht so gut war. Das liegt daran, ich muss jetzt immer 2 Sets machen, weil ich ja zwischen Düsseldorf und Genf hin und her pendel. Das heißt, einmal ein Set in Düsseldorf und eins in Genf. In Düsseldorf habe ich ja Ton, Kamera etc. In Genf bisher nur Kamera und Licht. Deswegen brauchen wir jetzt nochmal Ton und dafür gehen wir hoch. Ja, moin. Du guter Witz, du bist so witzig wieder. Du warst halt so witzig unterwegs. Mit. Kannst du mich laut lassen? Schon stark. Wenn ich einlaufe, läuft, fängt die Musik an. So will ich das. Willst du? Ja, weiß ich nicht. Man braucht generell nichts, ne, im Leben. Ne? Aber wollen wir sie? That's the question. Ja, also in Deutschland ist es, wie gesagt, nicht billiger. Nicht teurer. Nicht günstiger, genau.
Ja, mega. Also, komm, noch nicht. Wir müssen dann noch wieder höher, ne? Ah, genau. Eine. Oder brauchen wir die unten noch was? Unten wegen Staubsaugerbeutel. Staubsaugerbeutel. You say it. Meinst du, die gibt's überhaupt? Du hast sie fotografiert, ja? Ja, ich hab's fotografiert. Hier, Staubsaugerbeutel. Aber du hast in dein Handy. Gib mir dein Handy, bitte. Ja, warte. Geht's? Oh, verrückt, mir merkst du schon was immer noch. Das ist jetzt eine andere Zahl drauf. Warte mal, wir gucken mal jetzt hier rein. Warte. Unser ist doch so ähnlich, oder? Ja, ich sag ja, die nehmen sich alle nicht viel, Schatz. Aber guck mal, hier sind schon wieder unterschiedliche. Philips, AEG. Mikros. Das ist, glaube ich. Ist das die? Sony Alpha. Ja. Ich hab hier sowas hier. Okay. Ja, das habe ich. Und da muss ein Mikro. Ja, die sind ja aber vorrätig, wir haben mal nachgeschaut. Okay, was die hier kosten, ne? Schon teuer. Aber wir haben ja Stativ mit. Ich wollte gerade sagen. Okay, gehen wir zu den Tönen. Okay. Zum Ton. Was sind die denn? Also ich weiß, dass ein Ton ja vorne war, einmal auf dem Sale beim letzten Mal. Und jetzt kann nur aber hier sein. Ja, eben. So, wir haben das Mikro gefunden, was wir wollten. Das hatten wir online gesehen. Das probieren wir dann aus für die Cam. Und jetzt brauchen wir, was war das noch? Batterien. Batterien. Für die Lichterkette in unserem, genau, Wohnzimmer, ne? Okay. Ach, für unter Wasser im Moment? Ja, nee, gerade noch nicht. Können wir vielleicht nächste Woche noch mal machen, wenn es besser wird. Guck mal, die Mikros. ASMR lässt grüßen. Ja. Das müsste ich halt aber aufstellen, weißt du? Und das wäre das Ding. Und das ist... Ja, obwohl die schon mal gut sind. Geil, ja klar. Erinnere mich total an ASMR. Und der Sound ist halt extremst gut. Mhm. Jetzt haben wir so ein Ding gekauft. Ey, ja, ohne Spaß, ne? Wie geil sind das diese Teile? Ja, ich weiß. Was kostet so ein ganz Riesenteil? 679 nur, ich schwöre bei Gott. Ja. Es ist günstig, aber es ist ganz viel teurer. Das ist ja Retro. Ich stell mir vor, wir stellen so ein Ding in die Wohnung. Wie geil wäre das? Deswegen sag ich ja. Freunde, ich will das kaufen, ich will das haben. Aber? Das ist ja nur ein Spiel, ne? Ne, zwei. Nee, aber ein das Spiel. Das ist ja nur das Spiel, meine ich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Pac-Man ist vor. Pac-Man? Ja. Oh, hallo. Pac-Man noch, ne? Das ist schon geil, in der Wohnung das stehen zu haben. Ich wüsste auch schon genau wo, in der Küche, da wo die Schräge ist, hinten in der Ecke, kurz bevor die Kamera, ja, oder in die an die Wand. Oder oben in die Galerie. Oben in die Galerie, you name it. Oh mein Gott. Ja, das ist schon geil, ne? Wollen wir das haben, ne? Wenn der an unser Haus vorbeifährt, vibriert die ganze Bude. Das ist der springende Punkt. Das ist so typisch Genf, ey, die Autos. Ja, du auf der Kühe auch. Ja, ich weiß. Da wohnt man nicht, genau. Hör mal, den hörst du immer noch Broblaut und der gibt kein Gas. Hör mal. Ja. Gib normal Gas. Ja, der gibt normal Gas. Und dann hier zwischen in der Hauptstraße, wo wir schön oben sind, das Schöne ist halt, jedes Mal falle ich fast aus dem Bett. Ich höre sofort, wenn Lamborghini, Bugatti oder hier Dings kommt. Das war ein Lambo. Ja, das war ein Lambo, genau. Ich meine McLaren, Entschuldigung, McLaren. Ja, höre ich sofort hier. Wo gehen wir jetzt eigentlich nochmal essen? Da, okay. Freunde, wir wollten jetzt ursprünglich, also eigentlich jetzt hier drauf gehen, das ist direkt bei uns im Park, wo wir wohnen, aber von Weitem sah es nicht so hoch aus wie vom Nahen. Und bekanntlich habe ich habe keine Höhenangst, aber ich habe Panikattacken relativ, wenn ich auf so einem Teil bin. Guck mal, dann schwankt das da oben. Ich weiß nicht, Freunde, könnt ihr das sehen, wie das da oben schwankt? Nee, dann sitze ich da und dann kann ich ja nicht raus. Ich würde da runterklettern, wenn ich wollen würde. Ja, nee. Ja, das schaffen wir nicht. Nee, schaffe ich nicht. Schaffe ich echt nicht. Essen gut. Ich fahr alleine und aber guck ja, willst du? Nein. Willst du? Aber hier sowas essen und so, willst du nicht irgendwie sowas? Ja. Ach, schon, oder? Boah, die haben auch geile Zuckerwatte bestimmt. Nee, also das... Also hast du jetzt nein, ja. Das mache ich nicht.
Ja, was willst du sagen? Was haben wir jetzt bezahlt? Für einmal Churros mit ein bisschen die Schokolade. Die kleine, warte, halt mal an. Die Mini-Schokolade, die hat 7 Euro gekostet, also 5 Franken. Ja. Und das hat 15 Franken, also 17 Euro. Wir haben über 20 Euro für eine Portion Churros bezahlt. Nur mal, um euch zu verdeutlichen, wie teuer es in Genf ist, Freunde. Es ist, wie es ist. Man zahlt, schau mal auf dich, genau, über 20 Euro für einen Snack, für so ein kleines Dessert. Aber es schmeckt bestimmt das Toblerone-Dings, Schoki. Oh ja. Na? Ach so, wenn wir in die andere Richtung laufen, Richtung nach Hause, dann sind wir ja hier am Ende. Ja, hier wollte ich eigentlich gucken, wegen diesem Boot-Dings, wenn meine Familie kommt, aber da sind keine Informationen drauf. Ach toll, oder? Na gut, es ist, wie das. Ha? Nee, das ist dieses, Was glaube ich noch mit diesem originalen Pferd, also diese... Ah, oh, ja, okay. Ja, ich kann es nicht beschreiben, gerade auf Deutsch. No problem, it's okay. Halt die Klappe. Français? No. Niederlands? Kann auch. Kann ich auch. Ja, Freunde, das ist jetzt, wie gesagt, alles, was wir eingekauft, geshoppt haben, was wir euch auch gezeigt haben. Ein bisschen heller hier. Online, da haben wir den Pöff einmal. Dann haben wir den Zara-Tisch, den ich sehr schön finde, sehr, sehr, sehr edel finde. Dann haben wir von IKEA einen Pöff genommen. Teppich auch von Zara Home, da ist auch ein bisschen heller. Da ist ein Naturteppich, komplett Natur. Was ich diesmal hier in der Zweitwohnung in Genf wollte unbedingt, dass das alles eher skandinavisch ist und Natur ist. Genauso wie halt die Couch, ne, in so einem schönen hellen Beige. Und auch, dann haben wir euch ja gezeigt, dass wir den Holzhocker gekauft haben. Den haben wir von Zara Home auch. Die Lampe auch, die ist auch von Zara Home. Das ist eine richtige Steinlampe. Das Buch hat mir ja der Tana geschenkt von Louis Vuitton. Hier drehe ich übrigens immer, deswegen hier stehen meine Lichter etc. Deswegen sieht das hier so aus. Und ja, so sieht es dann im Ganzen erstmal hier unten aus auf der Etage. Wir haben den Korb auch von IKEA. Das ist auch in Natur. Dann haben wir eine Monstera geholt, aber die steht eigentlich hinter in der Ecke, wo der Stuhl steht. Und der Stuhl, den nehme ich zum Drehen. Hier kommt noch eine größere Pflanze hin und die kommt da hinten in die Ecke. Aber das ist erstmal so grob unser Wohnzimmer. Das ist natürlich alles noch lange nicht fertig. Aber so leben wir im Moment. Das ist das Hundebett von den Hunden. Und ja, die Küche habe ich euch ja schon gezeigt mit der Theke und mit den Lämpchen. Und ja, das war Teil 1 vom Vlog Genf. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Und dann hoffentlich sehen wir uns im zweiten Teil wieder, wenn es heißt, dass wir oben die komplette zweite Etage einrichten. Da haben wir auch noch ein Bad und etc. Ich hab euch lieb, bleibt gesund, Freunde, und hoffentlich bis zum nächsten Video.